Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Hockamel! Ein wenig aufgedreht als in der letzten Folge. Es liegt daran, weil ich Spezi getrunken habe! Eigentlich haben wir 9:30 abends an einem Arbeitstag. Ich bin halt erst um 7 Uhr heimgekommen von der Arbeit. Hab dann gedacht, hab ich kurz was gegessen. Bisschen Gravity Force geschaut, hab ich gedacht, yo, jetzt nehme ich noch auf! Zwei Folgen, Digimon, zwei Folgen Okami, das ist die erste Folge Okami und ich bin ziemlich gut drauf. Die Folge wird länger, weil letztens so kurz war, deshalb würde ich sagen, labern wir nicht lang rum und fangen an mit dem, was wir hier tun müssen. Was es auch immer sein wird. Würde ich einfach da reingehen. So, wo do you RP? Aha. Hey, seh dir das mal an. Man kann die Decke in diesem Raum gar nicht sehen. Warte einen Moment. Ich habe dieses Zeichen schon einmal gesehen. Das. Ach so! Ja. Anscheinend muss ich hier eine Bombe machen. Bisschen größer, also das ist halt auch nicht schön, oder? Wobei, das könnte gehen. Was? Ah ja. Okay. Das ist ein Aufzug, Leute. Ein Aufzug ist das! Toll. Ah! Heilige Scheiße. Das Ding hat mich gerade immer voll erschrocken, ey. What the fuck? Warte mal, muss gucken, dass ich den auswählen kann. Darf ich dich mal aufmachen? Nee, darf ich nicht. Okay. Hör doch mal auf! Oh mein Gott, mich greift Wasser an. Nu, kein Wasser. Aua. Nur jetzt nehmen wir es so. Warte, so. Dann muss ich wieder warten, bis er wieder über da ist. Du musst es wieder sagen. Oh Gott, er macht gleich was. Sollte mal ausweichen. Erfolgreich ausgewichen. Nochmal. Ah, was springt das blöd rum? Wie so ein Behindikindi. Bam. Noch mehr. Wir können ihn nur noch einmal treffen mit unserem Dingsbums. Verdurf. Komm her. Stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Oh, ich soll viele Waffen, so viel Leben zu verlieren. Oh. Bisschen weniger Leben verlieren wäre schon gut. So. Jetzt stelle ich das wieder her. 10. Also ich habe bis jetzt einfach nur 3. Ich weiß nicht mal, wie ich mehr Einheiten so alleine gekriegen soll. Habe ich noch nicht verstanden. Ich hätte jetzt erst gedacht, irgendwie am Ende von jedem Boss, wie halt bei Zelda auch, aber... Irgendwie ist dem nicht so. Tschüss. Easy, boy, kann ich. Ich glaube, wir haben einfach damit durchgeschnitten. Voll brutal. Ja, Zeit war kacke und Start war... Okay. Und jetzt? Oh, wo? Hey, der Schlüssel hat einen exorzierenden Pfeil drauf. Ich wette, wir können damit Türen. Ja, genau, Kraft des Bösen. Das heißt, hier gibt es wieder irgendwo eine Tür, die geöffnet werden muss. Warte mal. Wir können da ja. Wir haben nur kein Wasser hier. Wir haben leider kein Wasser, wenn wir es ausmachen können. Leider können wir hier unsere Wasserbändigungsfähigkeiten nicht benutzen. Oh. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder hoch. Das war jetzt kein schöner Kreis, aber vielleicht reicht's ja. Wenn sie überspringen. Nee. Kablamo! Bitte nochmal. Dankeschön. Ja! Gibt es hier oben dann die Tür vielleicht? Hallo! Na du, alles fit bei dir? Piss dich! Hä, wo? Auch hier. Sehe ich nirgends Wasser. Der Hintergrund ist ziemlich cool, so Zeichnung. Mein Lol, da ist ein Vogel. Wollte jetzt Adler, Falke oder Dings sagen, aber da ich nicht wusste, was genau das sein könnte. Einfach Vogel gesagt. Vogel! Aber erstmal, wie können wir diese Solarenergie auffüllen?
Wenn das jemand von euch weiß, dieses Video guckt zwar eh niemand, aber hey, schreibt's in die Kommentare, weil ich habe irgendwie überhaupt keine Ahnung. Ich könnte auch googeln, aber ich kann auch mal die Leute fragen, die dieses Video gucken, weil ein paar Aufrufe hat er dann doch immer und vielleicht hört das ja jemand und weiß das dann und schreibt mir das dann bin ich glücklich. Also, wenn ihr wisst, wie ihr mehr Solarenergie bekommt, schreibt's in die Kommentare. Oh, schön. Oh, danke, Amateraus. Ich dachte mir, der will gerade nicht hochlaufen. Die Bitch! Ist ja eine sie. Ist ja eine Hündin. Ist ja eine Bitch. Bitch ist Englisch für Hündin. Hevo. Wer hätte das gedacht, dass hier irgendwas passiert? Ah, das ist die Windmühle. Hübsch. Das ist aber eine große Windmühle. Ich habe sie unten vom Dorf aus gesehen. Aber ich hatte keine Ahnung, dass sie so groß ist. Hey, was ist das? Es wirbelt von der großen Windmühle herum. Es sieht beinahe aus wie Wind, aber es ist schwarz und dunkeldrohend. Es ist, als ob der Wind in die entgegengesetzte Richtung gelenkt würde. Ich frage mich, ob dieses wirbelnde böse Luft die Windmühle angehalten hat. Vielleicht hat darum der göttliche Wind aufgehört zu blasen. Wenn es so ist, dann muss es das Werk von Rotheim sein. Ich frage mich, wie wir diese böse Luft loswerden können. Hey, Emmy, ich weiß, du versuchst mit deinem göttlichen Pinsel zu helfen. Aber wir kommen nicht weiter, wenn du nicht aufhörst und einen Moment nachdenkst. Sieht diese wirbelnde Luft des Bösen nicht verdächtig aus? Vielleicht wird etwas passieren, wenn du ihre Richtung änderst. Weißt du, genau das wollte ich eigentlich tun. Aber wie? Siehste? Ich wusste, dass dadurch der göttliche Wind zurückkommen würde. Ja, du bist der Beste. Okay, warte mal. Okay, noch einer. Wir werden den Rest von dieser Luft des Bösen verschwinden lassen. Warte. Kannst du nochmal? Okay, ich glaube, ich hab's. Wunderschön gezeichnet. Ich hab's drauf. Naja, hat gepasst. Also. Geschafft. Jetzt, wo der göttliche Wind wieder da ist, da wette ich, dass die große Windmühle sich wieder dreht, die göttliche Windmühle sich wieder dreht. Ja, die Mühle. Ja, ja, ja. Schönes Thumbnail. Sie beginnt sich zu drehen. Sieh nur, wie stark der göttliche Wind weht. Sicherlich würde das Böse aus dem Dorf Kusa vertreiben. Hm? Was ist das? Sternbild. Hey, das gedacht. Ein weiteres Sternbild, Leute. Ein Pferd, wie es scheint. Yay, Pferde sind toll und süß und cute. Pferd, Pferde, die Pferd. Pferde, die Pferd. Pferde, die Pferd. Pferde, die Pferd! Ist das sogar ein Reiter? Ist das so ein Karussellpferd? Hevo. Ah, Amaterasu, Quelle, alles Guten und alle Mutter. Schon lange wanderte ich, Kasegami, Gott des Windes, auf verdunkelten Pfaden. Aber jetzt scheint das Licht wieder auf mich. Nutze meine Macht, den Wind zu manipulieren. Vernichte jene, die die Welt in Finsternis verhüllen wollen. Pferde, die man schon ein bisschen angesprochen kann. Sollen, müssen, stehen, hi. Ich wette, es war der göttliche Wind,
der den Gott des Windes zurückgebracht hat. Nö, meinst du? Jetzt kannst du Kasegamis Pinseltechnik Sturmwind einsetzen. Male einfach das Zeichen von Kasegami, um Wind zu erschaffen. Probier es aus. Hey, dieses Windrad sieht aus wie ein gutes Ziel. Male das Zeichen des Windes. Wie du es bei der... Ja, versuch den Flügel des Windrads sich drehen zu lassen. Warte. Hui. Yay. Ist voll schwer gewesen. Wieso kannst du öffnen, rumzuhüpfen? Du nervst mich. Ah, was für ein erfrischender Wind. Und diese Tür hat sich geöffnet, als die Flügel der kleinen Windmühle sich zu drehen begannen. Dieser Wind ist nicht zu verachten. Du solltest diese Pinseltechnik an verschiedenen Dingen ausprobieren. Aber jetzt ist keine Zeit, um uns auf unseren Lorbeeren auszuruhen. Die große Windmühle schickt den göttlichen Wind runter in das Dorf. Aber dieser Rothelm lauert immer noch irgendwo im Windschrein. Und dieser Lindwurmkristall, den Waka erwähnte, hat mein Interesse geweckt. Lass uns diesen Ort auf den Kopf stellen, bis wir ihn gefunden haben. Oh Mann. Ich finde es ganz schön anstrengend so. Kommen wir denn jetzt da hochkommen, oder? Ah ja. Da ist eine schöne Kiste, ne? Hör mal auf. Was ist das? Ein Fragment der Sonne. Sammel 3. Ah! Leute, danke für den Kommentar. Hier, vielleicht können wir die eine Kiste da jetzt aufmachen, die ja gebrannt hat. Aber ist das eigentlich der Schrein des Windes oder ist das nur die Windmühle? Ich glaube, das ist nur die Windmühle, ne? Hui! 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 Hey, wo du ja OP? Ja, das wollte ich nämlich gerade tun, dass ich das mit Wind lösche. Meine Schatzkiste? Ja, nee, wirklich. Wow. Wir brauchen kein Wasser mehr. Karte Windschrein. Karte, welche die Umgebung zählt, auf dem Kampf betrachtet. Wie kann ich nochmal das haben? Ah. Oder ist das hier? Karte. Das ist halt wirklich genau wie Zelda so. Das ist cool. Also das ist doch der Windschrein, wo wir sind, okay, weil irgendwie, es hat so, nee, ich sagen, klein gewirkt, aber ich weiß gerade nicht wirklich groß, wo wir noch hin können. Naja! Da fangen wir die Karte. Kann ich? Ich würde gerne die eine Kiste da aufmachen mit meinem Wind. Hui. Da. Genau. Warte, ich muss mir kurz überlegen, wie ich das zeichne. Ist auch ein Fragment drin. Eine Perle. Perlen sind toll. Perlen sind toll. Perlen sind toll. Perlen machen glücklich. Gut, sonst gibt es hier auch nichts mehr, ne? Hier gibt es noch ganz schön viel. Okay, jetzt gucke ich aber nochmal. Na, ganz umgang gab es ja auch nicht mehr. Dann, was gibt es denn hier? So. Jo. Ah ja, jetzt können wir den Wind hier aktivieren. Ja, wir haben hier das Zeug schon ein paar Mal gelingst. Das ist uns quasi in verschiedene. Das erinnert mich gerade ganz schön an. Haben wir noch den Wind. Also Wind Waker, obviously. Aber in dem Zelda, wo ich gespielt habe, konnten wir das auch machen. Windboomerang, ja doch. Also quasi, hier. Twilight Princess war das einzige Zelda, was ich hier gespielt habe. Oh, ich hab's. Du hast die richtige Idee, mir, aber ich denke, du lässt den Wind in die falsche Richtung wehen. Ist das so? Ist das so? Hui! Schön. Pinseltipps. Pinseltipps. Aber
Ja, woanders können wir, glaube ich, nicht hin. Sonst gibt es ja nichts mehr. Können wir? Wir können auch so rüber, oder? Könnten wir, aber das Spiel sagt nö. Das Spiel sagt, da ist eine unsichtbare Wand. Böses Spiel. So, habe ich gesehen, was ist da hinten? Noch. Wow, hey, guck dir diese großen Schriftrolle an. Sieht aus, als würde sie den Wind genießen, den du wieder erweckt hast. Aber sei vorsichtig. Sie wird uns davon wehen, wenn er noch stärker wird. Naja, ich will aber das haben. Hä? Warte. Dann geht das Feuer wieder an. Troll mich nicht. Perle. Toll, Perle. Ja, er ist jetzt weg, ne? Doof gelaufen, würde ich sagen. Jörg. Warum habe ich gerade so getan, als wäre ich Goofy? I don't know. Einmal da hoch, bitte. Hui. Hier gibt's noch voll viele Dinger zum Aufmachen. Oh Mann. Wenn du nicht runterfahren, habe ich echt keinen Bock drauf. So. Vorsichtig. 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 Ich bin in der Kiste. Wir können aber, glaube ich, zum nächsten. Hui. Hä, wo? Das auch aufmachen auf jeden Fall? Ey, Sake! Sake ist immer toll. Sake, 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 Sake. So. Dann machen wir das doch auch noch, der die Sage. So, was ist da, ne? Ah, auch schwer. Yay, Tintenstein. Ein Tintenstein, der Tinte hat. Obviously. So, dann gehen wir da hoch und dann gehen wir weiter. Weil wir können ja, wobei wir können da hinten drin und dann sind wir auf zweites Geschoss. Warte. Ist da hinten, da war auch nochmal eine, aber da ist nichts. Da war noch schon. Okay. Ganz schön gut, dass wir die alten Techniken jetzt auch mal wieder einsetzen müssen und nicht immer nur die neuen. Das empfinde ich sehr erfreulich. Es gibt keine Dings mehr. Muss ich da jetzt so rüber? Oder? Warte. Ta. Gosh. Wow. Wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ein Bär, süß. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, darüber zu gehen, aber... Lol, das war kein schöner Wind anscheinend. Okay. Wah. 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 Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Ein Exorzismus! Jo. Dann. Hevo! Hevo. Ja, und schon sind wir zwei da oben. Nice! Speichern war mal, speichern, speichern, speichern war mal. Wir kommen echt gut voran im Spiel, würde ich behaupten. Ich weiß halt auch überhaupt nicht, wie lange das noch geht. Ich werde mich nächstes Mal in Let's Play reingucken und dann mal schauen, wie weit wir eigentlich sind. Weil Digimon ist ja ziemlich bald vorbei, schon noch ein paar Folgen sind schon noch. Also so ein, zwei Wochen sind wir da, glaube ich, schon noch dran, aber... Oh mein Gott! Das war, ja. Weil ich weiß, das war nicht schön. Hey, oh Gott. Feuer ist hier nicht mächtig. Ich bin mächtiger als das Feuer. Mächtiger als jedes Feuer. Na, 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 na. Lade. Wisst ihr, das wäre jetzt perfekt, die Folge hier zu beenden, weil jetzt ein Boss kommt und den wir, glaube ich, nicht in 5 Minuten schaffen. Deshalb beenden wir die Folge hier. Die nächste Folge wird dann 5 Minuten länger. Chillt.
Ich verspreche euch, dass wir die kurze Folge von gestern dann morgen ausgleichen. Aber es passt halt so gut. Die Folge war jetzt genau jetzt. Es wird halt über 20 Minuten. Es passt einfach perfekt, jetzt die Folge zu beenden. Die morgen wird dann länger. Versprochen. Leute! Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, Daumen nach oben, Kommentaren, aber da links haben wir den Card, so schmeckt es in der Beschreibung. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um das Video zu teilen. Und ja, was gibt's denn da noch zu sagen? Außer tschüss, ihr Lieben.